Willkommen zurück zu Pikmin 2. Wir sind verwickelt im Kampf gegen Schnapper. Nein, nein. Die Psychospinne hilft dem. Toll. Diese Pikmin tun nicht mehr, was ich ihnen sage, sondern diese Psycho von Spinne. Ich will die eigentlich nicht alle verlieren. Schnapper ist tot. Langnebenschnapper. Aber du bist noch fällig. Wenn du wiederkommst. Mann! Jetzt geht's an den Kragen. Noch einmal und du bist tot. Mann, oh Mann, oh Mann. Ärgerlich, so ein Kampf. Jetzt bist du fällig. Schön. Wir haben aber viele Pikmin verloren. Leider. Und zwar die blauen. Die wir eigentlich hier brauchen. Nach Gelb. Alles klar? Ach, das ist sogar so ein Verdoppler, ne? Jetzt haben wir viel mehr Blaue. Das ist wirklich interessant. Auf geht's. Willkommen im Team. Wir trommeln jetzt erstmal wieder alle zusammen und nehmen dann die Blauen mit. Da ist eine weiße Blume. Aber später dazu mehr. Jetzt erstmal du. Hä? Der Kleine hat so ein Riesending da? Weiß ich. Unglaublich. Okay, wirklich viel ist hier für die Blauen eigentlich nicht. Es hat nur ein bisschen Wasser. Okay, ich nehme die Weißen. Kümmert euch darum. Schneller bitte. So, vorne habe ich auch noch was Giftiges gesehen. Sowas habe ich geahnt. Idiot, ich verpiss mich. Aber der hat ein weißes Pikmin ge... Hier ist überhaupt nichts, Mann. Warum steht da eine Mauer? Der hat ein weißes Pikmin gefressen, das bedeutet... Er ist vergiftet. Naja. Wir kommen gleich mit der ganzen Kampfbande. Keine Sorge, mein Lieber. Jetzt erstmal die Krabbenschere. Yeah. Mysteriöse Überreste. Kann man so bezeichnen. Pflücken und dann in den Kampf. Während die Musik einfach weiterläuft. Achso. Du bist ja noch da. Am besten wir zeigen den Kopf dieses Schnappers den anderen Schnapper, um ihn dazu
verleiten, uns hier passieren zu lassen, damit er weiß, was ihm geschieht. Olimars Wohnzimmer ist voll mit lauter Schnapperköpfen. So, ich muss mal sehen, wie wir da die Pikmin halbwegs vernünftig vorbeikriegen. Los, auf in den Kampf! Er ist nicht tot und hat schon viele Opfer gefordert. Jetzt ist er aber fällig. Schön, darf ich mich erstmal umgucken ein bisschen? Kaputt machen. Ist es ein Kleeblatt? Auch das ist ein Schatz. Na gut, es ist vierblättrig. Okay, überlass das bitte den... Bitte überlass das den... Hallo! Überlass das den Plauen. Weil ihr müsst mit dem Schatz durchs Wasser. Mit dem? Und mit das da. Was ich nicht genau sehe, was es ist, aber... Passt schon. Und da ist auch eine Mauer, die wir einreißen wollen. Müssen! Dürfen. Wo denn? Ich habe irgendwo was gesehen. Da. Da ist nämlich auch was dahinter. Das Kleeblatt! Oh mein Gott. Plattocopter! Natürlich. Ich habe jetzt gedacht, jetzt kommt irgendwas mit Glück oder so. Louis, hol deine Freunde. Denn wir brauchen die Blauen. Ganz klar ein Polysaccharid-Gefahr. Natürlich, das dachte ich mir die ganze Zeit. Was für ein schwieriger und langer Sublevel. Hey. Was? Danone? Aber trotzdem, nur die Blauen. Danone? Und wenn wir keine 20 Blauen haben? Ach, ihr Gelben, ihr seid doch sehr leidensfähig, oder? Irgendwie kriegt ihr das schon hin. Ich glaube an euch. Die Blauen durchs Wasser und die Gelben nicht. Okay? Sergeant, wir haben ein Problem. Jetzt haben die es genau ins Wasser fallen lassen, ne? Jetzt geht natürlich gar nichts mehr, oder was? Scheiße. Ich wünschte, ich hätte noch eine blaue Blume jetzt. Habe ich mich hier hinten richtig umgeschaut? Ist die blau? Oder lila? Enorm mitkommen. Das wäre die Lösung aller Probleme. Wenn das nicht geht, müsste ich den Dungeon so beenden und mit mehr blauen Pikmin wieder zurückkommen. Das wäre irgendwie zeitaufwendig. Hinten sehe ich noch mehr blaue Blumen, aber umgeben von Gift und das müsste mir irgendwie zu aufwendig. Aber bis da hinten hin habe ich mich noch nicht umgesehen. Das könnte die Lösung aller Probleme sein. Das ist wirklich blau. Das ist kein Lila. Das ist genau das Blau, was wir suchen. Louis schufte. In Ordnung. Das wäre super. Das wäre Bombe. Ich habe 5. Und ich brauche noch 5. Unglaublich. Das Schicksal meint es gut mit mir.
Dash und Danone macht uns hier Ärger. Bin ich heilfroh. Und jetzt beeilt euch. Helft! Jetzt dürft ihr helfen. Gut, dass ihr es tut. Ich hätte euch sonst verhauen. Und zwar ordentlich. Fruit and Bottom. Some great taste. Creme Pool. In Ordnung. Ach so, da wollte ich gar nicht lang. Gut, dass wir alle Schätze haben. Gut, dass ich die blauen Pikmin nicht verwandelt habe in... Ja, stellt euch vor, ein blaues Pikmin mehr wäre gestorben. Okay, da hinten gibt es noch eine Blume, aber das wäre mir ehrlich gesagt viel zu aufwendig. Aber dann notwendig gewesen. Nein. Auf geht's in Sublevel 7. Ein langes Vergnügen hier. Was wohl noch alles kommt. Überhaupt nicht bossmäßig. Oder? Es ist der letzte Level. Und hier werden wohl jede Menge Schnapper auftauchen. Ich stürze mich in den Kampf. Ach du fuck you! Was ist das? Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ein stärkerer Schnapper. Okay. Mein lieber Schwan. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Ich bin total geschockt noch. Aber er ist tot. Ein weiterer Roboter? Ziemlich bescheuert. Aber gut. Sie haben es geschafft. Diese Vogelmonster stellt keine Bedrohung mehr dar. Verarbeitung läuft. Wie erstaunlich. Was mag dies für ein beeindruckendes mechanisches Meisterwerk sein? Lasst es uns herausfinden. Oh Gott, da war ich ein bisschen geflasht. Ich habe jetzt gesagt, jetzt kommen viele von den kleinen Schnappern. Oh Mann. Kaputt machen. Gott, oh Gott, oh Gott. Name: Legierung des Rechts. Oder links. Psst, Analyse nicht möglich. Ein Metall von solcher Dichte strotzt den Grundgesetzen der Physik. Und doch. Wenn ich damit den gehegten Raumanzug unseres Präsidenten bearbeite. Verarbeitung abgeschlossen. Fertigung des Metallanzugs Z ist hiermit erfolgt. Dieser Anzug ist extrem haltbar. Sollten Sie nun gekaut werden oder ein großes Lebewesen tritt auf Sie, so können Sie dies mit nur minimalem Schmerz überstehen. Da bin ich sowas von froh drüber. Okay, Leute. Wie es weitergeht, erfahren wir dann im nächsten Part. Bis dann und ciao!